Hey ho, hier ist der Zello. Willkommen zu einer neuen Folge Planet Zoo im Franchise-Modus. Wir haben das letzte Mal angefangen, das Lama-Gehege zu bauen. Da wollte ich ja so eine Art Tempelanlage draus machen. Aufgrund dieses schicken Rückzugsortes. Ich habe nun mal zwischendurch einmal hier diese Platten hier rübergezogen auf die beiden, weil das das Schwarze hier zu sehen war. Schicker. Wollte ich euch aber nicht vorenthalten. So, und heute wollte ich anfangen, erstmal hier vielleicht die Umrandung zu machen. Erstmal auf Play. Und ja. Dann sehen wir mal weiter, wie weit wir heute kommen. So. Bau. Tempel. Ja, genau, da gibt es hier diese Tempel. Tempelwände. Hier. Und mir fällt gerade auf, dass das Gelände erstmal anpasst. Sonst kommt hier kein Mitarbeiter runter. Erstmal ein bisschen glätten, das ist ja ein bisschen schön. Da hat sich ein einzelner Gast verirrt. Nach hier oben. Was hier? Erstmal weg. Plattform? Schick. So, mal gucken, was haben wir denn? Ich glaube, ich werde wieder mit den Tempelwänden arbeiten. Da werde ich aber mal hier ausmachen. Und die mal. Ich dann so eine Ecke rein. Ja. Schildkröte hat er auch noch. Das wird jetzt aber vielleicht doch ein bisschen zu. Bisschen so. Ich auch so ein bisschen ändern. Wollen wir mal ein Fenster? Wenn ich dich hoch mache, dann wirkt er.
Vorbogen gemacht. Ich kann Fensterelement. Markierung, also die andere. Ja, das kann ruhig sein. Ja, ist ja der Tempel, ne? Auch alles nicht mehr so. Das rein, wie es mal gebaut wurde. Aus. Vielleicht noch eine Ecke. Und weiter geht die Welt. Einmal schön runter. Gott, das irgendwie so. Ah ja, schon fast die Hälfte geschafft. Naja, nicht mal. Ja, so ein. Ist schon ein. Wenn man's. Wenn man was, wenn man jedenfalls, wenn man eine Idee hat. Relativ aufwendig. War schade, dass es nicht ganz so viele Elemente dafür ist. Also mit der Höhe. Alles ganz. Muss man gleich auch nochmal aussortieren. Kohle gab's auch nochmal. Steine werden wir dann da unten.
Also ich verspreche euch, wir machen auf jeden Fall. Fertig. Vom Umriss auf jeden Fall. Keller bauen. Inspektor kommt in 9 Monaten, kann er gerne. Mein Tieren geht's gut. Jedenfalls beschwert sich keins, dass es dem nicht gut gehen sollte. Dieses 3D-Tool. Ich sag's, kann's immer nur wieder sagen. Ich finde das so genial. Hab ich noch in keinem anderen Spiel. Wie Planet Coaster. Gehabt. Ich hab auch schon einige Zoospiele mal getestet und probiert, schon Zeiten her. Aber ich kenne kein anderes Spiel, was halt einem so viele vielfältige Möglichkeiten. Nach seinem freien Wunsch zu gestalten. Was man halt nicht essen darf, ist halt immer mal wieder ein Auge auf. Passt. Machen wir hier mal weiter. Ja, was will man sonst großartig machen? So. Guckt man sich halt ein paar nette YouTube. Spielt ein bisschen Planet Zoo. Und baut schön Zoo. Oder wenn man Glück hat, auch Planet Coaster, wenn das ein. Ich auch. Könnte auch auf dem Channel sehen. Habe ich so viel gemacht. Aber es kommt auch definitiv noch weiter. Nur bin ich halt, habe ich gerade sprudel mir sozusagen gerade so. Bei Planet Zoo und wenn man mal wieder so Ideen, was man bauen möchte. Ist man auch so schwer von loszukriegen. Ich hab denn. Ich darf jetzt auch bald wieder arbeiten gehen. Aber ich starte sozusagen meine Arbeit mit einem Urlaub. War nicht verkehrt. Morgen ist ja sowieso erstmal Feiertag. Ersten. Ok.
gestern mal fallen. Achten ist. Einmalige Feiertag, ich glaube, Zweiter Weltkrieg war. Sehr. Ja. Dann sind wir gleich rum, dann sind wir gleich rum. Ein klein bisschen. Geht. Nochmal ein bisschen. Dann sind wir einmal rum. So. Na, das hätten wir doch schon mal erledigt. Trotzdem. Weiter noch. Ich würde sagen, wir platzieren noch schnell Futterstellen. Futterdruck. Stelle. Ja, auch nach oben mal gucken. Auf jeden Fall haben wir es jetzt schon mal da. Dann können wir gucken. Stellen können. Dann denke ich mal erstmal genau. Schon was geschafft auf jeden Fall. Auch nicht ganz so viel, aber bevor ich das nachher vergesse wieder, werde ich hier für einen platzieren. Leute aussehen.
da sollte die Arbeit aber nicht. Habe ich ein bisschen. Und dann haben wir hier mal noch. Ja. Ach ja, so finde ich das. Vielleicht machen wir dann noch irgendwo einen Sitz hin oder so machen. Auf jeden Fall haben wir jetzt das Außenbereich des Geheges fertig. Weit. Ja, müssen wir mal gucken, wie wir das hier unten wenden. Und ich denke mal, in der nächsten Folge holen wir die Lamas dann rein. Grundgestaltung und dann holen wir uns die Lamas rein. Ich habe ja da schon mal mich um 4 Stück gekümmert. Habe ja genug Arthaltungspunkte, dass ich das machen kann. Vielleicht machen wir nochmal schnell gucken, haben wir alle Vivarientiere. Ja. Durch. Und die Abgottschlange. Freilassen. Gibt dann mal wieder 13.000. Danke. Alles. So, dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Und ich hoffe, wir kriegen das nächste Folge hin, dass wir dann die Lamas endlich haben. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Eine angenehme Woche. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.